Man kann mit der Poisson-Klammer sehr viel anstellen, zum Beispiel auch eine Differentialgleichung aufstellen, ohne irgendwelche, ja, Überlegungen anzustellen, rein in dem Formalismus bleiben, also nur mit diesen Rechenregeln arbeiten, die für diese Klammer gelten. Das möchte ich mal vorführen für diesen, ja, Oszillator, für diesen harmonischen. Bekanntlich lautet die Lagrange-Funktion die Hamilton-Funktion mit der Definition des Impulses in diesem Formalismus erhält man dann. So. Gut. Die wird jetzt gleich sehr hilfreich sein, wenn wir jetzt den Satz von Poisson anwenden. Nämlich so. Wir wenden den Satz auf diesen Impuls bezüglich der Dimension Y an. Der Impuls ist sicherlich nicht explizit von der Zeit abhängig, sodass das gleich mal 0 wird. Das kann ich anders schreiben. Was letztlich da bleibt, naja, die Hamilton-Funktion steht hier. Gut. Ja, nun nutzt man die Linearität der Klammer aus. Wir haben hier ein Quadrat. So. Gut. Nun wendet man die Produktregel für die Klammer jeweils an. Also dann habe ich zum einen na, Klammer zu und zum anderen gut. Hier oben sieht man gleich zwei gleiche Einträge. Jeweils muss 0 ergeben. Das besagt die Definition der Klammer. Dann haben wir da stehen in der nächsten Zeile. Ja, wir wissen aus meinen externen Videos, was ich hier schreiben darf für die Klammer. Das habe ich auch bewiesen. Gut, also wir leiten den Impuls nach dem Impuls ab. Dann bleibt natürlich jeweils 1. Dann habe ich hier minus minus ist dann k halbe minus 2. Kann ich hier kürzen.
Und dann habe ich minus k durch y. Also aus der Rechnung folgt erstmal, dass das hier nichts anderes ist als das. Also. Gut. Das bezeichne ich mit Stern. Jetzt wenden wir den Satz von Poisson nochmal an. Und zwar auf die Koordinate y. Dann erhalte ich, also es geht jetzt analog. Die Koordinate hängt sicherlich nicht explizit von der Zeit ab, sodass wir diese Rechnung hier anschauen. Wir kennen die Hamilton-Funktion. So, wieder die Linearität ausnutzen. Machen wir es mal in einem Schritt und die ja, Produktregel anwenden. Klammer zu. So, diesmal wird es hier unten 0, ja. Zwei gleiche Einträge, wenn man die Definition der Klammer anschaut, muss das 0 ergeben. Und dann haben wir in der Folgezeile so. Auch hier ist bekannt, wie ich diese Klammer berechnen darf. So, das ergibt jeweils 1. Zusammen addiert habe ich dann zweimal diesen linearen Impuls und keine Überraschung. Ich habe Impuls durch Masse muss das hier sein. Es kommt ja auch bei der Definition raus. Ja. Wir können ja nochmal zurückschauen. Definition von Impuls hier oben. Ja, kommt ja exakt das gleiche raus. So, nochmal zurück. Also daraus folgt, BY ist gleich M mal y-Punkt. Die Gleichung kann ich ja umformen. Ja, auf die Gestalt. So. Daraus folgt, by-Punkt ist my2-Punkt. Die bezeichne ich mit 3 Stern. Jetzt habe ich ja Stern auf der vorherigen Seite. Oder ne, hier oben. Hier Stern, die setze ich mal hier runter. Ist gleich minus KY. Jetzt kann ich gleichsetzen. Einmal schreibe ich das hierher und das auf die andere Seite. Plus KY. Ja. Das ist 0 geteilt durch m. Man sieht, das ist die bekannte Differentialgleichung für den harmonischen Oszillator. Und wir haben hier nur rein Regeln für die Poisson-Klammer verwendet. Ja. Gut.